alle drei Texte, alle drei weihnachtlichen Texte sind im Endeffekt Texte, die uns das ganze Jahr lang begleiten. Die werden jeden Tag in der Tagzeitenliturgie im Stundengebet gebetet. Da sind nämlich das sogenannte Benediktus, der Lobgesang des Zacharias, das immer am Ende der relativ am Ende der Laudes steht. Das Magnificat, der Lobgesang der Maria, relativ am Ende oder am Höhepunkt der Vesper. Und das sogenannte Nunc Dimittis, der Lobgesang des Simeon, das die komplett beschließt. Wir atmen hier, was ich gesagt hatte, Psalmenluft. Weil Lukas immer wieder zum Erklären, was da überhaupt passiert ist und zum Erleben der Figuren Psalmen heranzieht, Psalmensprache heranzieht, weil er seine Theologie als Lobpreis definiert. Ich sehe diesen Text doch sehr in einer Schnittstelle zum altehrwürdigen Testament. Quasi, das ist noch ein Text, der in seinem Inhalt, in seinen Stichworten, die er aufgreift, doch ja sehr noch im jüdischen Denken, im Judentum verhaftet ist, quasi dieses Standbein da hineinsetzt. Hier spricht Zacharias, ein jüdischer Priester und Vater, was man erwähnen muss, von Johannes, dem späteren Täufer. Johannes der Täufer ist ein Prophet, der auf den Sohn verweisen wird. Es ist nichts, was erst in Zukunft sich ereignen wird. Nein, die Errettung vor unseren Feinden ist schon passiert aus der Hand aller, die uns hassen. Als Neutestamentler mit diesem kontextualen Hintergrund der Zeit, in dem die Texte entstanden sind und dieser Deutung des Todes Jesus, ein Deutestrang, den wir im Neuen Testament finden, macht das Sinn, dass es so formuliert ist, wie es hier formuliert ist, weil da ein Rettungstat war, deren Sieg schon feststeht, auch wenn man den hier noch nicht sieht. Die Feinde sind noch da, aber eigentlich haben die längst verloren. Wer dieses Lied singt, und wir singen es in der Tagzeitenliturgie ja immer abends in der Vesper, dann kann man an Hungernden nicht einfach vorbeigehen, man kann den Mächtigen nicht einfach huldigen, sondern man muss eigentlich sich an die Sache der Schwachen stellen, weil in ihnen Gott selbst gegenwärtig ist. Und damit wären wir ja schon fast wieder Matthäus Evangelium 25, was ihr den Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Ja, dann scheucht man keine Obdachlosen aus einer sicheren Stätte und andere Sachen. Das wollte ich dir gerade in den Mund legen, sonst hätte ich es gesagt. Das muss man jetzt vielleicht erklären, weil man natürlich uns nicht nur live zuschaut, sondern vielleicht auch in ein paar Monaten. Am heutigen Tag, wo wir hier live übertragen und aufzeichnen, das ist der 14. Dezember, wurde im Kölner Stadtanzeiger die Meldung veröffentlicht, dass in der katholischen Hochschulgemeinde im Keller ein Obdachloser, ich sage es jetzt mal, den Tod gefunden hat. Ich habe verstanden, dass es sich da um Suizid handelt, aber weiß nicht, ob das schon bestätigt ist. Deswegen formuliere ich jetzt bewusst etwas allgemein. Es handelt sich da um einen Mann, der, soweit ich das verstanden habe, seit 6 Jahren dort sein Domizil gefunden hat. Und jetzt, und das, also ich finde es in sich skandalös, was da passiert ist. Also jemand, der da 6 Jahre, ich sag's mal, sein Zuhause gefunden hat, der sich da sogar offenkundig ein kleines Gärtchen eingerichtet hat, den jetzt da zu vertreiben oder ihm die Gastfreundschaft in die Verzweiflung getrieben zu haben. Genau, die Worte fehlen mir gerade, aber du formulierst es genau richtig. Das finde ich in sich schon skandalös. Aber es 2 Wochen oder 10 Tage vor Weihnachten zu tun, schlägt dem Fass echt den Boden aus. Wie will man in dieser Gemeinde die Herbergssuche des Lukas-Evangeliums überhaupt noch angemessen verkünden? Also ich kann es, es ist nicht nachvollziehbar. Es ist dermaßen unbarmherzig. Und deswegen bin ich dankbar, dass du das einfügst. Sonst hätte ich es getan. Mir geht es um den Aspekt, dem Niedrigen wurde Wert geschenkt, gezeigt, dass er wertvoll ist. Ja. Das ist Himmelreich. Da bricht Himmelreich auf, wenn wir eben die sozialen Schranken durchbrechen und öffnen und sagen können, wirklich, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, du hast die gleiche Würde wie ich, du hast den gleichen Wert wie ich, ich helfe dir. Da funktioniert Kirche, und das muss man mal bei dem Artikel hervorheben, Da hat jahrelang Kirche wunderbar gewirkt. Diese KG hat etwas Wunderbares gemacht und einem Menschen Heimat geschenkt. Und das Wort ist im wahrsten Sinn des Wortes Fleisch geworden durch konkretes Handeln. Ne? Da war Alltag gelebt, da wurde der Lobpreis Gottes gesprochen. Und dann, so steht es im Artikel, sei es oder so, sei es nicht, nehmen wir das als Beispiel.
Dann kommt ein neuer Besen dahin und meint, kehren zu müssen, ja, und scheucht dann einen Mann aus einer Welt, die funktioniert hat, in die Verzweiflung. Ja. Egal, was wir in den nächsten Tagen noch erfahren werden, welche verschiedenen Möglichkeiten ihm angeboten wurden oder nicht. Aber der Auftrag der Kirche ist doch nicht, den Obdachlosen rauszujagen, sondern wenn die Kirche es angeboten macht, den Obdachlosen aufzunehmen und so gottesreich für ihn zu sein und darzustellen, dann hat das kein Ende. Wir glauben doch nicht an ein Himmelreich, das aufhören wird nach 6 Jahren. Die ihm von Gott gegebene Offenbarung und Verheißung erfüllt sich in diesem Moment. Sie kommt dort zu sich selbst. Und es ist ein Zuspruch, der diesem Kind gegeben wird. Das ist nicht vielleicht, könnte es eventuell doch sein, sondern es ist eine Feststellung. Hier hat er das Heil gesehen. Und jetzt kommt's, das du vor allen Völkern bereitet hast. Wir haben vorhin immer das Volk gehabt. Singular. Israel. Und jetzt kommt hier diese Öffnung auf die Völker hin, damit letzten Endes auch diese große Verheißung des altehrwürdigen Bundes, dass der Tag kommen wird, an dem die Völker zum Zieren kommen werden und Gott, der Gott Israels, der Gott aller Völker sein wird. Das ist die große Öffnung, die hier passiert. Und genau das feiern wir ja an Weihnachten auch ein bisschen, diesen Übergang, diesen Schritt nicht aus dem Judentum heraus, sondern wir glauben zur Vollendung der Verheißung aus dem Alten Testament hin zu dem, dass Gott eben, was wir auch gesagt haben, uns führt zur Herrlichkeit Israel und als Licht für die Heiden wirkt in der ganzen Welt. Also frohe Weihnachten, Werner. Frohe Weihnachten, Till.